Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Wir sitzen in unserer Küche und spielen Karten. Krapotke, sagt das Känguru. Ja, fragt Krapotke. Du bist dran, sagt Friedrich Wilhelm müde. Und das heißt, ich muss eine Karte ablegen, ruft das Känguru. Krapotke legt eine Karte ab. Nicht irgendeine Karte, sagt das Känguru. Eine passende Karte. Die Regeln sind aber auch wirklich nicht einfach, sagt Krapotke. Doch, sagt das Känguru. Die Regeln sind unfassbar einfach. Wir spielen hier Mau Mau. Krapotke legt eine andere Karte ab. Ich lege ab. Das Känguru legt ab. Friedrich Wilhelm zieht eine Karte. Dann passiert nichts. Krapotke, sagt das Känguru. Krapotke scheint in Überlegungen versunken. Krapotke, ruft das Känguru. Ja, fragt Krapotke. Du musst eine verfickte Karte ablegen, brüllt das Känguru. Krapotke legt eine Karte. Eine passende Karte, schreit das Känguru. Wenn du keine passende Karte hast, musst du eine bekackte Karte vom Nachziehstapel ziehen. Und nein, du darfst die Karte nicht sofort danach ablegen. Kompliziertes Spiel, sagt Krapotke. Absolut nicht, sagt das Känguru. Weiter jetzt. Ich werfe einen Blick in Krapotkes Blatt und lege für ihn eine passende Karte ab. Dann lege ich eine meiner Karten ab. Das Känguru legt eine seiner Karten ab. Friedrich Wilhelm legt eine 7. Krapotke will ablegen. Du musst zwei Karten ziehen, sagt Friedrich Wilhelm. Warum? Fragt Krapotke. Weil ich eine 7 gelegt habe, sagt Friedrich Wilhelm. Müsst ihr auch zwei Karten ziehen? Fragt Krapotke. Nein, sage ich. Das scheint mir nicht fair, sagt Krapotke. Das ist nicht fair. So sind halt die Regeln, sagt das Känguru. Die hat sich doch nur jemand ausgedacht, sagt Krapotke. Und ich habe mir eben neue Regeln aus... Jetzt zieh zwei Karten, sagt das Känguru. Seine Augen funkeln böse. Woher? Aus meinem Ärmel? Scherzt Krapotke. Manche Leute machen noch Witze, wenn ihr Leben in Gefahr ist, sagt das Känguru. Vom Nazi-Stapel, sage ich. Vom Nazi-Stapel? Fragt Krapotke. Wenn ich auf eine Gruppe Nazis treffe und die ordnungsgemäß fein säuberlich zusammenfalte und aufeinander lege, dann ist das ein Nazi-Stapel, sagt das Känguru. Das hier auf dem Tisch ist ein Nazi-Stapel. Jetzt zieh zwei Karten. Krapotke zieht zwei Karten. Ich lege eine Karte ab und sage Mau. Das Känguru legt eine Karte ab und sagt auch Mau. Friedrich Wilhelm zieht eine Karte und gähnt. Ich muss auch gähnen. Friedrich Wilhelm reibt sich die Augen. Krapotke! Schreit das Känguru. Leg jetzt sofort eine passende Karte ab. Was genau heißt nochmal passend? Fragt Krapotke. Dieselbe Zahl oder dieselbe Farbe, sage ich. Krapotke legt eine Karo 9 auf die Herz 7. O Sancta Simplicitas, ruft das Känguru. Ich finde es immer super überheblich, wenn es Leute auf Latein beleidigt, sagt Friedrich Wilhelm zu mir. Hab ich nicht richtig abgelegt? Fragt mich Krapotke. Beide Karten sind doch rot. Ja, naja. Man sollte das mit den Regeln wirklich nicht so eng sehen, sage ich und lege ein Kreuz Ass auf die Karo 9. Mau Mau.